Herzlich willkommen zurück. Heute mehr Schlagfertigkeit, mehr Souveränität. Wieder eine sehr schöne Technik. Eine meiner Lieblingsantwortrepliken habe ich heute hier im Repertoire für euch. Also gut aufpassen, nutzen, aufsaugen wie ein Schwamm. Am besten wieder alles rausgehen. Testet das. Ja, testet damit auch mich, also das, was ich hier erzähle. Ich kann nur sagen, es wird funktionieren. Bei mir funktioniert es auch, also wieso nicht bei euch? Mal angenommen, ich habe in einem der letzten Videos gebracht das Beispiel mit, wir rechtfertigen uns, wir werden arrogant oder wir werden emotional. Mit der kleinen Geschichte, ich hatte dieses Beispiel, du bist für das und das zu jung. Jetzt gibt es eine Methode, zwei kleine Wörter wiederum, die da lauten. Gerade weil, die lernst du jetzt am besten auswendig. Gerade weil, gerade weil, gerade. Oh, ich kann es schon. Jetzt sagt er, ey, du bist zu jung für den und den Bereich. Du rechtfertigst dich nicht. Was sagst du? Du nimmst es auf, du leitest es um. Mit den Worten, gerade weil ich noch jung bin, bringe ich sehr viel Leidenschaft, Energie mit. Die stelle ich hier Ihrem Unternehmen sehr gerne zur Verfügung. Punkt. Denk dran, eine schlagfertige Replik ist immer kurz, auf den Punkt. Anderes Beispiel, wenn wir sagen, du bist zu jung, gibt es sicherlich auch, hey, sie sind zu alt. Was sagst du jetzt? Kleiner Test, was sagst du? Selbstverständlich, gerade weil ich älter bin, bringe ich sehr viel Erfahrung, Know-how mit, die stelle ich hier gerne dem Unternehmen zur Verfügung. Punkt. Zweites Beispiel mit gerade weil. Killerphrasen. Mit dem Beispiel kannst du auch Killerphrasen killen. Ihr kennt alle wahrscheinlich die Killerphrase irgendwo schon mal gehört, selber am eigenen Leib erfahren. Du stellst ein Konzept vor, hast dir Gedanken gemacht, egal zu was, zu Marketing, IT-Lösung. Und jetzt sagt jemand, ja, aber das haben wir doch noch nie so gemacht. Schon mal erlebt? Also ich schon. Ja, aber das haben wir noch nie so gemacht. Wo kommen wir denn da hin? Antwortmodul. Gerade weil wir es noch nie so gemacht haben, sollten wir schauen, dass wir neue Denkpfade einschlagen. Diese Technik kommt sehr gut an bei narzisstisch geprägten Persönlichkeiten, denn was hören die am liebsten? Sich selbst, ihre eigenen Worte. Jetzt tust du denen einen Gefallen, nimmst die auch noch, nur was die jetzt nicht wissen, du leitest auch noch um. Das heißt, du führst in deine positive Richtung und deine gewünschte Richtung. Denn du nimmst nicht nur auf, sondern du leitest die auch weiter. Das heißt, es ist zwar sozialverträglich, nur noch lange kein Kuschelkurs in Sachen Technik. Das heißt, hiermit kannst du sehr gut Killerphrasen killen, denen begegnen. Du kannst sehr gut ja, aber einwenden, die Luft rausnehmen. Setzt allerdings voraus, dass du eins tust, also nicht nur diese beiden Wörter auswendig kannst, sondern dass du auch wirklich hinhörst, dass du zuhörst, dass du die Worte am besten wortwörtlich in deinen Mund nimmst. Wortwörtlich. Die Frage ist, wer hört noch wirklich hin und wer hört wirklich zu? Das ist die nächste Aufgabe für dich. Schlagfertigkeit setzt Aufmerksamkeit voraus, Zuhörbereitschaft. Dann hast du die Schablone gerade weil. Dann brauchst du jetzt nur noch so viel Repertoire, auch inhaltlich, dass du in deine gewünschte Richtung führst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Probier es aus. Sei dabei. Empfehle das Ganze weiter. Denk dran, das Ganze auch mal zu kommentieren. Gerade weil wir uns hier sehr viel Mühe geben und dieses Repertoire kostenlos zur Verfügung stellen, ist es wichtig, dass du das auch wertschätzt. Viel Erfolg dabei.